kommt nicht drauf an, wie einer anfängt. Entscheidend ist nur, wie hört er auf. Und bist du auch jetzt noch ein ganz kleiner Fisch? Wer weiß, eines Tages sitzt auch du hier am Tisch. Viel Arbeit, kaum Geld und wenig Ehre. So mühsam ist das Lehrlingsgeschick. Und geht's nicht bergauf mit der Karriere, dann hilft manchmal nur noch ein Trick. Es kommt nicht drauf an, wie einer anfängt. Entscheidend ist, was man daraus macht. Du kannst noch kein Steno, dann tu so als ob. Kochst du gut Kaffee, dann behältst du den Job. Selbst wenn man fast nichts aus dem FF kann, verzweifle nicht, vertrau deiner Kraft. Denn schau dir doch nur mal deinen Chef an. Du siehst, sogar der hat's geschafft. Es kommt nicht drauf an, wie einer anfängt. Entscheidend ist nur, man gibt nicht auf. Von unten nach oben, das braucht seine Zeit. Mit Speicheln und Ellenbogen kommt man sehr weit. Für manche ist das Erfolgserlebnis. Ein eigenes Büro, ein eigenes Klo. Bei uns hier, da zählt nur ein Ergebnis. Wie oft wird gelacht in der Show. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause, überall, wo Sie sind. Ich habe mich schnell umgezogen, was? Ja, über die Feste war kein Problem und die Jacke auch nicht. Aber so diese Träger habe ich runtergemacht. Aber wie es weiterging, haben Sie nicht gesehen. Sie hätten hinten den Stuhl sehen müssen. Ist er noch da? Hey, zeig mal. Er lag da unten, hat gezogen, hat alles da nach unten gezogen. Auf einer Seite. Ja. Ist es schön draußen. Es ist wirklich ein Märchen. Dieser Schnee, reif an den Bäumen. Morgen scheint die Sonne, habe ich gerade gesehen, auf dem Satellitenbild, wo ich nichts von verstehe. Und herrlich. Und ist eigentlich richtig ein Abend, um wieder am laufenden Band zu spielen. Nach 7 Wochen, ein bisschen längere Zeit, 7 Wochen Zeit gehabt. Und wir haben heute ein Großraumbüro. Und wir haben hier so alles, ja, so typisch dafür. Sekretärinnen. Was sitzt ihr da rum? Wollt ihr nicht eben arbeiten? Bisschen so mal anfangen, ja? Das sind die einzigen Schreibmaschinen, die nicht bewegen. Sehen Sie, sie tippen zwar, sie bewegen nicht. Wenn sie nämlich richtig tippen würden, dann könnten sie mich nicht verstehen. Sie tun also als ob. Ja, und alles ist fast da, nur Heinz noch nicht. Heinz Eckner, wo bist du? Hier. Heinz? Darf ich fragen, was soll das? Ja, ich kenne diese Großraumbüros, du, die neuen Dinger da mit dem vielen Glas, weißt du, da sind Türen, trittst du drauf und dann soll das Glas weggehen und dann, ich bin vorsichtig. Ja, du kannst ja. Das ja. Ich habe das erlebt, da war ein junger Mann, der war das erste Mal in so einem Büro, so ein modernes Büro, alles Glas. Ich zeig dir mal, was dem passiert ist, pass mal. Es ist noch unheimlich ruhig in der Kantine. Nachher gehen all die Arbeiter hier, die Angestellten hier in die Kantine. Aber wir haben diesen Platz erstmal reserviert für 8 Kandidaten am laufenden Band. Herzlich willkommen, Herr Jäger mit Tochter Renate aus Bremen. Zweimal Doktor, Herr Hund mit Sohn Dr. Hund, zweimal Doktor, zweimal Zahnärzte aus Bergisch Gladbach und Binsberg, ja. Sie sind in der ersten Runde dran. Bitte nehmen Sie schon mal da Platz. Und wir haben hier Frau Filz mit Tochter Irene Maria. Und die sind beide aus Wien. Und da haben wir Frau Müller mit Sohn Werner aus Köln. Sie können hier erstmal was zu trinken bestellen. Sie haben noch Zeit bis zur nächsten Runde. Und ich setze mich mal hier. Was ist das nun? Haben Sie das bestellt oder haben Sie es geschafft, alle?
Gestern Abend haben wir Milch getrunken in der Bar, das war besser. Gestern Abend haben Sie Milch getrunken? In der Bar. Kandidaten haben alle Milch getrunken oder wie? Nein, nur die Jüngeren. Ah, ja. Herr Jäger, Sie kommen aus Bremen, was machen Sie beruflich? Ich bin in Bremen Kriminalbeamter. Kriminalbeamter, welche Abteilung haben Sie denn? Jugendschutz, alles was mit Jugendkriminalität zu tun hat. Ich nehme an, dass es viel Elend gibt dabei. Aber, auch Freude. Auch Freude? Können Sie mal wenn man junge Menschen helfen kann, man kann auch als Polizeibeamter junge Menschen helfen, dann bringt das Freude. Ja. Und haben Sie nur den Eindruck, dass die Jugend sehr beeinflusst wird vom Fernsehen, was Kriminalität angeht? Ich habe früher als Junge auch gerne Wildwest-Filme gesehen. Und ich glaube, das Elternhaus scheint mir mehr entscheidend zu sein in der Frage, welche Filme und dass man über die Filme dann mal spricht. Aber Sie haben auch nicht den Eindruck, dass also das Fernsehen die Kinder beeinflusst? Ich muss sagen, dass die Polizeikommissare sehr beeinflusst werden vom Fernsehen, denn Sie sind schon der vierte Kommissar, der am laufenden Band mitmacht. Also ich glaube, dass das wohl einen Einfluss hat. Wo wohnen Sie genau in Bremen? Findorf. Ah, Findorf. Und Sie? In Caracas. Ja, ich kenne Bremen-Findorf, Bremen-Mahndorf, aber nein, Bremen-Caracas kenne ich nicht. Ich lebe wirklich in Caracas, nicht, dass das ein... Also, ich meine Caracas-Venezuela? Ja, genau. Da wohnen Sie? Ja. Alleine? Mit meinem Mann und meiner Tochter. Aber was macht Ihr Mann, ne? Der ist Elektroingenieur. Da in Caracas? In Caracas. Ja, und ich habe eine Tochter und jetzt sind Sie in Urlaub hier? Ja, nach anderthalb Jahren das erste Mal. Und Sie wollen jetzt gleich mitmachen beim laufenden Band, ja? Und wie alt ist Ihre Tochter? 9 Monate. 9 Monate ist die Tochter und Sie sind vor anderthalb Jahren nach Caracas gegangen. Lass mich einmal aussehen. Das sind also 9 Monate davor, genau. Mit welcher Fluggesellschaft sind Sie geflogen? Als Sie aus dem Fenster geschaut haben, ist dauernd der Storch mitgeflogen. Wahrscheinlich. Ja. Das war also das erste Mal, dass Sie Ihr Enkelkind gesehen haben jetzt? Ja. Nein, das heißt, nein, wir sind über Weihnachten in Caracas gewesen mit meiner Frau. Sind Sie da gewesen? Ja. Schön. So, wir gehen jetzt hier rüber. Zwei Zahnärzte, Vater, Sohn, das passiert nicht so oft eigentlich. Herr Hund, Herr Doktor, warum sind Sie Zahnarzt geworden früher? Ja, also mich hat das gereizt, die Medizin zu verbinden mit manueller Geschicklichkeit und auch mit der Möglichkeit, eine hervorragende Technik zu bringen. Mein Vater und mein Großvater waren auch Techniker. Also ich bin, allgemein, aber sie waren das gewohnt, sagen wir mal, handwerklich zu arbeiten. Mein Vater war ein sehr geschickter Techniker. Ja, Sie verstehen das als Handwerk. Ja, nein, das verstehe ich nicht als Handwerk, aber in unserem Beruf ist die manuelle Geschicklichkeit ein ganz wesentlicher Faktor. Das wissen Sie doch sicher selber, Herr Karel. Ich kenne es von Zauberkünstlern. Ah, nein. Zahnärzte, genauso, ja. Und wie ist es? Ziehen Sie sich gegenseitig die Zähne? Ja, er hat ja noch keinen gezogen. Nur zu den Bewerbungsfotos. Ihrer Bewerbung, da war ein Zahn, kein Mädchen meine ich, da war ein richtiger Zahn dabei. Von wem war der? Das weiß ich nicht, den hat er geliefert. Der war von uns, den haben wir gezogen. Sie sagen wir. Ja, ziehen Sie mit 5 Mann zur gleichen Zeit? Oder? 5 Mann halten den Kopf fest und einer zieht am Zahn. Und haben Sie ein Rezept eigentlich, wie Sie mit Ihren Patienten umgehen? So, haben Sie mit Kindern oder wenn die Angst haben? Wie machen Sie das? Ja, wir versuchen das so ein bisschen aufzulockern, dass man da so einen frechen Spruch macht. Und dass man also dem Kind praktisch sagt, man sei selber viel, viel nervöser als das Kind. Und das hilft also ungemein. Es gibt auch die Möglichkeit, den Kittel auszuziehen und dem Kind den Kittel anzuziehen. Dann gibt es ein ganz anderes Verhältnis. Na, meine Jacke können Sie haben. Jetzt, ja. Das hilft bestimmt. Ja, ich bin immer sehr gespannt, gerade um diese Zeit, wie wird es jetzt gehen mit den Spielern. Sie wahrscheinlich auch. Sie haben auch keine Ahnung, was auf Sie zukommt. Ich würde sagen, wenn beide Fehler für das erste Erkennungsspiel jetzt in die Kabine gehen. Gehen Sie bitte mal dahin. Ja. Und? Gehen Sie rein, bitte. Ja. Und für das erste Erkennungsspiel haben wir hier 5 Sekretärinnen. Dankeschön, meine Damen. So, stellen Sie sich mal vor, Ihr Vater ist jetzt der neue Chef hier und er darf sich eine Sekretärin selbst auswählen. Jetzt haben wir hier 5 Sekretärinnen. Dieses exotische Mädchen, ja, dieses Mädchen hier. Dann hier das Mädchen so ganz in Jeans. Diese ältere Dame. Oder diese Sexbombe. Ja.
Jetzt zuerst Sie. Welche Sekretärin mag Ihr Vater am meisten? Ich glaube, mein Vater würde die ältere Dame nehmen. Die ältere Dame nehmen? Ja. Ja? Weil er im Beruf auf die Fähigkeiten, auf die beruflichen Fähigkeiten schauen würde. Im Privatleben. Was sage ich dazu, wenn ich ihn frage, wenn Sie für Ihren Beruf eine Sekretärin brauchen? Ja, frage für den Beruf. Wenn Sie jetzt erstmal hier Platz nehmen, es ist ein Drehstuhl, wir drehen Sie mal im damit Sie Ihr Vater keinen Hinweis geben können. Und da kommt Herr Jäger. Ein Jäger, ein Jäger. Wenn Sie für Ihren Beruf, ja, Ihren eigenen Beruf, eine Sekretärin aussuchen würden, von diesen fünf Mädchen, welche von den fünf, schauen Sie sich gut an, würden Sie dann nehmen? Alle kann ich sie nicht nehmen, muss ich mich für eine entscheiden. Ja. Ich würde die Dame nehmen. Die ältere Dame? Die ältere Dame. Das hat Ihre Tochter auch gesagt. Ja. Genau. Bitte, nehmen Sie da mal Platz. Jetzt für Ihren Vater, wie sagen wir, im Allgemeinen oder für seinen Beruf? Für seinen Beruf. Für seinen Beruf. Ja, im Allgemeinen und auch für seinen Beruf liebt er die Exotik. Ich glaube, dass er die exotische Dame, die Dame nehmen würde. Bitte nehmen Sie auf dem letzten Stuhl Platz, drehen Sie sich mal eben um auch, damit Ihr Vater. Ich bin sehr gespannt. Kopfhörer ist ab. Herr Doktor, wenn Sie für Ihren Beruf eine Sekretärin brauchten, ja, und Sie haben die Wahl aus diesen fünf Mädchen, welches Mädchen, schauen Sie sich gut an, nehmen Sie dann? Diese. Die exotische Dame. Wahnsinnig. Das fängt schon an. Bitte. Dankeschön, meine Damen. Bitte gehen Sie mal darüber. Unwahrscheinlich. So, hören Sie eben gut zu. Jetzt kommt ein Spiel, wobei Sie sich so witzig wie möglich, wenn es geht, und so klug wie möglich aus einer Situation rausreden müssen. Darf ich Sie bitten, jetzt mal eben in die Kabine zu gehen. Und meine Damen und Herren, wir haben für, ja, alle vier, ja, gehen Sie mal mit. Wir haben für dieses Spiel, haben wir, ich darf wohl sagen, ein Welsch, das ist wenigstens in der ganzen Welt bekannt, ein Filmstar, Britt Ekland. How are you? Very well, thank you. Was machst du hier in Deutschland? I just finished a German movie. Du hast einen deutschen Film gemacht, gedreht. Hier in Deutschland? In Deutschland and Afrika. Deutschland und in Afrika, ein deutscher Film. Wie heißt der? Slavers. Sklavenhändler. Ja. Und bist du alleine da drin? Sind noch mehrere drin? No, there is Ron Ely. Ron Ely, die frühe Trevor Howard, Jürgen Goslar. Und so weiter und so weiter. Und hast du den Film schon gesehen? Nein, nein. Können wir dann vielleicht zusammen nächste Woche ins Kino gehen? Oder hat Rod Stewart was dagegen? Oh nee, Rod Stewart hat nichts dagegen. Das ist aus, mit Rod. Ist aus, he? Finito. Aus. Und früher verheiratet mit diesem wunderbaren Komiker Peter Sellers. Ah, ja. Wie wäre es mit einem Holländer jetzt? Britt, ich finde es herrlich, dass Sie uns helfen wollen bei einem Spiel. Ich glaube, ein sehr lustiges Spiel. Und Britt ist jetzt ab jetzt Sekretärin. Mhm. Und sie nimmt Platz hier in diesem Büro hier. Und jetzt kommt eine völlig neue Art von Spiel, was wir noch nie gemacht haben, meine Damen und Herren. Wir haben, ohne dass die Kandidaten es wissen, haben wir die zwei Eheleute, eine Freundin und den Ehemann von den Kandidaten mit einem Trick hierher gelockt. Die wissen also nicht, dass die da sind. Die glauben, sie sind noch in Köln oder zu Hause. Nein, hinter dieser Tür stehen die zwei Ehefrauen, Freundin und Ehemann. Und jetzt werden wir gleich eine ziemlich peinliche Situation haben, wenn diese Leute hier reinkommen. Dann müssen sie sich rausreden. Aber die haben noch keine Ahnung, wer da reinkommt. Also wir wollen mal sehen. Als Erste kommt hier Herr Jäger, Kopfhörer ist ab da. Er hat noch nichts gehört. Herr Jäger, kommen Sie bitte mal zu mir. Bitte nehmen Sie Platz. Das ist Ihre jahrelange Sekretärin, ja, Fräulein Ekland. Und Sie sind auch ein bisschen befreundet mit ihr, ja. Und heute wollen Sie, Sie wollen Sie heute mal auf den Schoß nehmen, ja. Machen Sie, spielen Sie das mal ein bisschen, ja. Frau Ekland, oder wie heißt sie? Ja, ja. Frau Ekland. Ja. Wir sind mit dem Diktat durch. Ne, wir kennen uns nun schon so lange, darf ich Sie mal bitten, einmal auf den Schoß zu kommen. Sie sind ein solcher, sehr gerne, solcher Engel. Und wirklich. Und wollen wir weiter diktieren oder wollen wir uns... Ich muss am nächsten Wochenende, haben wir eine Tagung in Wien. Hätten Sie Zeit, mitzufahren? Oh. Meine Frau ist zufällig auch zur Kur. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schreiben Sie mal nicht so viel. Halle. Oh!
Ein Antiserum erfunden. Ein Antiserum für Manager, die gespritzt werden, damit sie nicht gegen ihre Sekretärin, damit sie nicht so in solche Situationen kommen. Jetzt mal bitte bei mir aus. Doch, und Sie möchten das jetzt ausprobieren? Sie ausprobieren dieses Serum, ob das jetzt klappt. Und das klappt nicht. Das klappt nicht. Ah ja, hervorragend. Wo kommst du denn? Das ist ja wahnsinnig. Mein Gott. Wir haben es schön geheim gehalten, ne? Ja. Hier, Sie beide bitte jetzt darüber, bitte. So. Und als Nächste kommt jetzt Herr Hund, Herr Dr. Hund, Senior. Und dafür haben wir auch eine schöne Geschichte. Bitte, Herr Doktor, kommen Sie. Stellen Sie sich vor, nehmen Sie erstmal Platz. Das ist Ihre jahrelange Sekretärin. Die haben Sie schon jahrelang. Sie ist nicht nur Ihre Sekretärin, Sie sind auch befreundet mit ihr. Ja? Und heute wollen Sie ihr mal einen schönen Nerz schenken. Bitte spielen Sie das mal ein bisschen so. Bitte. Ich habe noch etwas gut zu machen bei Ihnen von der letzten Reise. Ja? Wissen Sie noch, wo wir da waren? Nein. Und ich konnte ja abends nichts mehr kaufen. Jetzt habe ich das hinterher besorgt. Wollen wir doch mal sehen, was da drin ist. Oh. 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 Schön. Ja, wie war das eigentlich noch? Sie müssen jetzt eine Entschuldigung haben. Ich bin so platt. Versuchen Sie eine Entschuldigung. Überlegen Sie mal eine Entschuldigung, warum Sie das gemacht haben. Ja, ich war doch bei der letzten Reise und da fiel sie vom Schiff ins Wasser. Da habe ich sie rausgeholt. Nicht? Und dann haben wir abends so lange gesessen. So war es doch, nicht? Ja. Und das war nur der Dank dafür. Da ist es reichlich viel für ein kleines Essen, muss ich sagen. Okay, gehen Sie beide wieder jetzt darüber. Ja. Und als Nächste haben wir jetzt Tochter Jäger. Da geht es natürlich nicht mit Britt Eklund. Bitte jetzt mit mir zusammen. Bitte, Renate, kommen Sie rein. Bitte setzen Sie sich da. Ab jetzt sind Sie meine Sekretärin. Ja, Sie arbeiten schon jahrelang für mich und wir sind auch ein bisschen befreundet. Ab jetzt, ja, okay. Ja, so, ich glaube, alle Leute sind jetzt weg. Mal ein bisschen relaxen jetzt. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Bitte? Ja. Licht ein bisschen dunkler, nüchterner. Bürolicht, so. Nein, diktieren brauchen Sie jetzt nicht mehr. Nein. Möchten Sie vielleicht ein bisschen Sekt? Haben Sie ein Glas Milch für mich? Nein, Milch habe ich nicht, nein. Oh, versuchen Sie mal ein Schlückchen. Nein, Sie wissen doch, solange wie ich schon für Sie arbeite, dass ich keinen Sekt trinke. Normalerweise. Na, dann trinke ich alleine. Ein Glas Milch. Trinke ich alleine, ja. Ja, okay, Prost. Was wollen Sie jetzt aufschreiben, wie viele Gläser ich trinke? Ich warte auf das Diktat. Nee, wir diktieren nicht. Wissen Sie was? Stehen Sie doch mal auf. Komm, lass uns mal eben tanzen. Nein, ja, kommen Sie mal. Kommen Sie mal. Gerne noch zum Spiel. Sie können ruhig eben tanzen mit mir. Ach, Freund. Das erste Mal, wir haben so viel gearbeitet zusammen. Nein. Lass uns einmal tanzen. Nein, Herr Karel, das ist einmal tanzen. Das ist nicht fair von Ihnen, dass Sie mich zum Tanzen auffordern. Warum nicht? Lass uns doch ruhig eben tanzen. Das macht doch überhaupt nichts. Das möchte ich nicht gerne. Lass uns doch ruhig machen. Nein, Herr Karel, bitte. Nein, das ist doch schön. Ein bisschen enger zusammen. Renate, so. Kannst du mir das erklären? Ja, natürlich kann ich das erklären. Wie kommt das dazu? Das ist aber ein Ding. Na? Ja, nun, du weißt ja, dass du übermorgen Geburtstag hast und ich möchte zu deiner Feier eine Tanzveranstaltung geben. Und habe mir vorgestellt, dass ich dir dann mit meinem Chef ein Tänzchen vorführe. Ja, wir haben geübt. Na ja, danke, Entschuldigung. Wieder gehen Sie beide mal darüber. So, und als Letzte kommt Britt hier. Nee, Britt hier. Hier, ja. Das wollen wir eben weg. Das mal eben weg. So, jetzt kommt Herr Hund Junior. Ja, fängt es da an? Oh ja, natürlich, ja, ja. Britt Eklund ist schon jahrelang ihre Sekretärin. Ja, schon jahrelang.
Und sie macht schon etwas. Sie sehen schon. Herr Direktor, bitte aufstehen. Das haben wir doch letzte Woche erst gemacht. Gut. Sehr gut. Ja. Aber die ganzen Zuschauer stören mich. Ach, das nennst du aber. Verdammt, das durfte nicht passieren. Wie kommt das denn? Also letzte Woche, das war ganz was anderes, ehrlich. Also das kann ich dir jetzt im Augenblick nicht erklären. Da reden wir nachher drüber. Nee, Sie müssen für die Show eine Entschuldigung haben. Warum? Wir haben eigentlich nur probiert, ob meine Hose tatsächlich noch gut gebügelt ist oder ob sie nachher für die Konferenz die noch mal aufbügeln muss. Und sonst war wirklich überhaupt nichts. Okay, danke schön. Gehen Sie beide mal. Schade, ja. Und Britt, ja? Möchtest du mal auf dem Schoß sitzen von Deutschlands beliebtesten Showmaster? Ah, ja. Aber was sagt Frau Alexander dazu? Ich fand es ein herrliches Spiel. Nur, sie müssen natürlich eben gut überlegen. Das war sehr schwierig, finde ich. Denn die Überraschung war so groß, dass sie fast nicht mehr gedacht haben, jetzt muss ich auch noch eine Lösung finden. Aber trotzdem waren ein paar sehr schöne dabei. Das erste war mit Britt Eklund auf dem Schoß bei Herrn Jäger. Wer fand das am besten, meine Damen und Herren? Fertig? Ja. Dann war das mit dem Tanzen mit mir, als ihr Ehemann reinkam. Ja. Dann hatten wir die Geschichte mit der Pelzmantel. Und am Schluss, dass, als er auf dem Show saß von Britt Eklund. Ja, das ergibt folgende Punkte. 4 Punkte für Herrn Jäger, 3 Punkte für Renate, dann 2 Punkte für Sohn, Hund und 1 Punkt für den Vater. So, und jetzt kommt etwas, was eigentlich typisch ist für Büro heutzutage. Die Leute sitzen so lange auf den Hocken, so 8 Stunden am Tag, tippen da und so, haben zu wenig Bewegung. Und überall in der Welt macht man jetzt Gymnastik im Büro. Das ist gerade dran bei uns. Und wir möchten Sie bitten, Sie sind, sagen wir, am ersten Tag da. Und bei dieser Übung steigen Sie sofort ein und versuchen, die Männer, die vor Ihnen stehen, alles nachzumachen. Ja? Sie versuchen es so gut wie möglich nachzumachen, was die Herren hier machen. Meine Herren, antreten! Es geht los! Thank you.
schön, gehen Sie mal da rüber. Herzlichen Dank, meine Herren von TuS Walle, dass Sie dieses Spiel mitgemacht haben. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie einen Unterschied haben sehen können. Haben Sie Unterschiede gesehen? Ja? Okay, für mich war es sehr schwierig zu sehen, aber dann bin ich gespannt. Wer fand, dass Herr Jäger es am besten gemacht hat? 3 Sekunden sind vorbei. Wer fand, dass Renate es am besten gemacht hat? Am Anfang hatten Sie ein paar guten Fragen. Ja. Wer fand, dass Herr Dr. Hund es am besten gemacht hat? Und wer fand am besten so einen Hund? Ja, das ergibt folgende Punkte. 4 Punkte für Renate, dann 3 Punkte für Senior Hund, 2 Punkte hier und 1 Punkt da. Dann haben wir ein Endergebnis von dieser Runde. Die ist, Heinz? 13 Punkte für das Paar Jäger und 9 Punkte für das Paar Hund. 9, da. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Gehen Sie bitte mal darüber. Darf ich mal in die Mitte gehen? Ich finde es herrlich, dass Sie heute mitgemacht haben, dass Sie richtig mal so mal dabei sein wollten. Ich hoffe, dass die Überraschung Spaß, mit Ihrer Ehefrau und Ihrer Freundin groß war. Jetzt können Sie auch heute Abend mal mit denen feiern. Wir sehen uns nach der Show sowieso noch. Sie kriegen ein Erinnerungsalbum. Und ein bisschen passend zum Thema haben wir einen Trostpreis für Sie im Wert von 500 Mark. Und zwar eine Aktie von einer deutschen Automobilgesellschaft. Bitte sehr, beide eine Aktie im Wert von 500 Mark. Dankeschön. Gehen Sie bitte schon. So, wir machen jetzt mal eine kleine Pause für unsere Kandidaten und ich möchte mal so ein bisschen über Büro reden. Was alle Telefone, das ist das Allerwichtigste im Büro. Was wären die Büros ohne Telefone? Und das Schönste, was mir je mit einem Telefon passiert ist, das war vor ein paar Jahren, als ich noch in Spanien wohnte. Da hatte meine Mutter Geburtstag in Holland und da habe ich einen Freund gefragt, der ein kleines Sportflugzeug hat. Kannst du am 5. März um 10 Uhr über das Haus meiner Mutter fliegen, mit so einem Werbeding dahinter, wo dann draufsteht, liebe Mutter, herzlichen Glückwunsch. Hat er gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich aus Spanien, genau kurz vor 10 Uhr, habe ich angerufen und meine Mutter kam am Apparat und habe gesagt, Mutter, und dann war die Verbindung fürchterlich schlecht, das hörte ich, ich musste auch so schreien, Mutter, geh nach draußen, da ist ein Flugzeug. Und da hat meine Mutter zurückgerufen, ich kann dich nicht verstehen. Mutter, geh nach draußen, da ist ein Flugzeug. Ich kann dich nicht verstehen. Ich sag, Mutter, geh nach draußen, da ist ein Flugzeug. Hat gesagt, ich kann dich nicht verstehen, da geht gerade ein Flugzeug rüber. Wissen Sie, alle Menschen telefonieren verschieden. Jeder tut es anders. Die Art und Weise, wie er schon wählt oder abnimmt und so. Man sieht es immer im Fernsehen auch. Ich möchte mal ein paar Leute zeigen, die telefonieren. Zum Beispiel James Bond. Das Telefon ist sehr wichtig. James Bond. James Bond. Oh. James. Oh. Ach. Entschuldigung, Chef, hier bin ich. Ja, okay. Oder es ist auch schön, wenn das Telefon geht im Lesesaal der Stadtbibliothek. Hallo? Aber Liebling, ich hab doch gesagt, du darfst mich nicht stören hier im Lesesaal. Wie bitte? 1 Million gewonnen in der Fernsehlotterie. Ein Augenblick. Jetzt, meine Damen und Herren, hier ist Jürgen Dreus. Ich sag, komm,
das schon. Ich weiß, du bist der Showmaster der Zukunft, aber ich möchte meine Show noch eben weitermachen. Geht das? Ja. Entschuldigung. Ja, danke schön. Danke. Frau Kürz aus Wien, was machen Sie beruflich? Ich bin Expeditleiterin in einer chemisch-pharmazeutischen Erzeugung, die auch ihren Hauptsitz in Wien hat, aber auch Niederlassungen in Deutschland. Und chemisch-pharmazeutisch, da gibt es alles, Pillen, Spritzen, Impfungen. Impfungen und Infusionen, aber keine Pillen. Impfen Sie sich auch gegenseitig da, so die Mitarbeiter, oder? Eher selten. Und wenn, dann eigentlich nur mit Worten. Mit Worten? Ja. Haben Sie was Besonderes erlebt, so von Wien ganz bis hierher? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Im Taxi zum Flughafen bin ich mit dem Taxichauffeur ins Gespräch gekommen und habe ihm so erzählt, ich hätte nur einen Personalausweis, denn ich habe bis dato Österreich noch nicht verlassen. Sie waren noch nie weg aus Österreich, noch nie in Ihrem Leben? Nein. Einmal 5 Stunden in Italien. Eine Weltreise für Sie. Ja. Okay, erzählen Sie weiter. Und der hat ganz entsetzt zu mir gesagt, na, mit einem Personalausweis können Sie nicht in die BRD einreisen. Ich habe die 45 Minuten zum Flugplatz so viel mitgemacht wie 5 Kinder gemeinsam geboren, wäre nicht ärger gewesen als wie das. Die Hostess dann beim Lufthansa-Schalter hat gesagt, aber selbstverständlich können Sie einreisen, ich hätte die am liebsten umarmt. Also es hat doch geklappt, Sie sind hier gekommen. Jetzt zur Tochter. Schöner Name, Irene Maria. Irene Maria, ja. Immer sagt man Irene Maria, immer 2 Namen. Ja. Gefällt Ihnen das? Nein, eigentlich nicht. Tut mir leid, dass ich ihn bekommen habe, aber wenn ich nicht mit Irene Maria unterschreibe für einem Dokument, bekomme ich es nicht ausgefolgt. Ja. So ist es. Was machen Sie beruflich? Ich bin Sekretärin in einem Teppichgroßhandel. Sie sind also Sekretärin, passen wunderbar zum Thema hier heute. Hoffe ich. So, und ist das genauso ein schönes Büro, was Sie haben? Meines ist ebenfalls so schön, ja, weil es erst neu renoviert wurde und ist etwas kleiner, muss ich sagen. Ja. Sitzen Sie da mit mehreren Leuten da drin? Mit einer Buchhalterin und mit einem Kollegen, aber auch nur hin und wieder. Ja, so wesentlich kleiner. Ja, ne? Wesentlich. So, und dann haben wir hier ein paar aus Rösrath, Frau Müller. Ja. Frau Müller, Sie kommen aus der Nähe von Köln, also Karneval ist gerade vorbei. Ja. Haben Sie auch Karneval gefeiert? Ja, selbstverständlich. Ja? Dieses Mal als Indianerin im Partnerlook mit meiner Tochter. Und auf einer Party im Partnerlook mit meinem Mann.
Da habe ich dann Schulmädchen gemacht und mein Mann dann dementsprechend Schuljunge. War auch sehr nett. Der hatte im Ranzen, dreimal dürfen Sie raten, was drin war. Keine Ahnung. Pornohefte. Und meine Tochter, die war natürlich, sie ist 8 Jahre, muss ich sagen, im Januar geworden und eigentlich in diesem Jahr so richtig mit Bewusstsein mal dabei und hat dann auch erlebt bei den Fädelzüch, müssen Sie vielleicht nachher erklären, was das ist, in Köln und auch bei uns in Rösrath haben wir einen wunderbaren Zug mitbekommen, wie ihre Mutter da natürlich nach Strich und Faden gebützt hat, alles rauf und runter. Übrigens auch den Bürgermeister von Rösrath, den küsse ich jedes Jahr. Er weiß nicht, wer ich bin, aber vielleicht sieht er das jetzt. Und weiß denn mal, wer ihn immer küsst, ne? Und dann ist noch nett vielleicht, wie ich mich von meiner Tochter verabschieden musste. Morgen, sie ging zur Schule, ich fuhr ihr dann nach Bremen. Und dann dreht sie sich rum und sagt, aber Mama, küsst mir in keinem Fall den Rudi Carrell. Okay. Haben Sie noch ein Hobby oder Sport? Ja, Hobbys habe ich viele. Ich mache Schwimmen, Yoga. Yoga? Yoga, ja. Mit Kopfstand? Kopfstand, ja, habe ich gelernt, wie ich 40 war. Da kam ich dahin beim ersten Mal, sofort, dieses Tier steht alles um Kopf. Okay, habe ich gedacht, du auch. So ähnlich habe ich dann, wie ich angerufen worden bin von Ihnen, habe ich dann gesagt, das Tier das doch ja nicht. Ne? Aber es hat wunderbar geklappt. Ne? Ja, also ich hoffe ja nicht, dass das jetzt hier vorführen muss. Ne? Sie haben jetzt auch nicht das Spiel vorgesehen. So, wir haben hier den Sohn. Werner, was machen Sie? Ich bin vom Beruf Raumausstatter. Raumausstatter, in einer Firma arbeiten Nein, Sie? Nein, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Selbstständig mit Personal? Oder? Nein, noch bin ich allein. Sie machen ganz alleine selbstständig? Machen ja, Sie also das? Ganz alleine nicht. Ich habe dann auch eine Kölner Firma, die mich dabei unterstützt. Er stellt die Mutter dann an, wenn es nötig ist. Ihre Mutter, die habe ich nur eine Frage gestellt und sie hat etwa 3 Minuten geredet. Ist das immer so? Ja, meistens. Der Wortführer. Wie haben Sie sprechen gelernt? Einfach durch zuzuhören? Ja, nur. Das Abendfüllen. Also er ist genauso, er traut sich bloß nicht jetzt. Aber er redet auch dafür. Das kommt noch. Das kommt. So, wir wollen jetzt endlich mal spielen. Ja, gut. Darf ich beide Mütter bitten, für das erste Spiel in die Kabine zu gehen? Wir warten eben, bis sie richtig drin sind und Kopfhörer aufhaben, damit sie nichts hören, weil jetzt ist eine verbale Geschichte. Kopfhörer auf. So, wenn Ihre Mutter sich gleich da bei diesem Chef da, der da sitzt, bewirbt als Sekretärin, stellt ein paar Fragen und sagt dann plötzlich, mal eine indiscrete Frage, wie alt sind Sie? Ja. Wird Ihre Mutter dann Folgendes machen? Wird sie sagen, das sag man nicht, sag ich nicht? Oder wird sie sagen, die Wahrheit, oder wird sie lügen? Wie alt ist Ihre Mutter? 44. Ihre Mutter ist 44. Ja. Was glauben Sie, wird sie tun? Sie wird sagen, dass sie 44 ist. Sie sagt die Wahrheit. Ja, sie sagt die Wahrheit. Und wie ist das mit Ihrer Mutter? Ja, sie wird auch die Wahrheit sagen. Sie glauben, sie sagt auch die Wahrheit? Ja? Ja. So geben Sie keine Hinweise, bleiben Sie hier sitzen. Und jetzt kommt als erste Frau Fields. Frau Fields, da sitzt Herr Klusmann, bei dem können Sie sich bewerben als Sekretärin. Und bitte klopfen Sie mal an die Tür und gehen Sie mal rein. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Fields, ich komme aus Berlin. Ich möchte mich bei Ihnen als Sekretärin bewerben. Oh, Frau Fields, das ist aber nett von Ihnen. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Frau Fields, wo haben Sie vorher gearbeitet? In einer renommierten Wiener Firma. Aha, Sie wollen mir nicht sagen, wo? Nicht gerne. Nicht immer, renommierte Stinkt Firma. Stinkt nach Werbung. Stinkt nach Werbung. Das wollen wir nicht machen, das ist nicht nötig. Ich habe eine Frage, wenn Sie in einer renommierten Firma waren, wenn Sie bei mir anfangen, würden Sie eventuell auch Überstunden machen? Muss es sein? Ich hätte es ganz gerne. Wie stellen Sie sich Überstunden dann vor? Ja, Arbeit, meine ich. Arbeit, Arbeit, ja, ja. No, eher ungern. Also Arbeit eher ungern? Nach 5 nicht. Nach 5 nicht. Aber können Sie Kaffee kochen? Gut, gut und gerne. Auch nach 5? Nach 5 auch. Na, wunderbar. Ich habe noch eine kleine indiskrete Frage. Wie alt sind Sie, Frau Fils? 33. 33. Wunderbar. Kommen Sie mal. Das war nicht das, was... Noch mal eben zurück, noch eben unter dem Kopfhörer. Ich habe was vergessen zu fragen. Noch eben unter dem Kopfhörer. Bitte nehmen Sie mal Platz.
Ihre Tochter hat geglaubt, Sie würden die Wahrheit sagen. Ich habe hier, glaube ich, nicht gefragt, wie alt Ihre Mutter ist. Hat die nicht gefragt? Nein, ich muss auch nachrechnen. 33 ist sie geboren. Dann ist sie jetzt 45, ja? Ja. Müsste sie sein. Und Sie sagen, sie sagt die Wahrheit. Ja. Okay, jetzt, Udo. Gehen Sie bitte jetzt da zu diesem Chef da, klopfen Sie an die Tür, gehen Sie mal rein und Sie bewerben sich als Sekretärin. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich bei Ihnen vorstellen als Ihre neue Sekretärin. Aha, nehmen Sie bitte Platz. Ich darf mich doch wohl mal erkundigen, was meine neue Sekretärin für einen Namen hat. Natürlich, Müller ist mein Name. Frau Müller, habe ich auch schon mal gehört. Sie haben aber auch meine Unterlagen. Ich nehme an, Sie haben sich da eingehend mit beschäftigt, ja? Ich wollte Sie eigentlich zum Schreiben haben, nicht zum Reden. Aber das macht nichts. Ja, eine Frage, machen Sie eventuell auch mal Überstunden? Ja, natürlich. Dafür komme ich dann den nächsten 9 Stündchen später. Aus, Sie kommen morgens ein bisschen später, dafür gehen Sie abends früher. Das schleicht sich aus. Ja, das ist gut. Ich habe eine kleine indiskrete Frage noch. Wie alt sind Sie, Frau Müller? Ja, wie alt bin ich? Ja? Wie alt denken Sie denn? Ja, ich wollte es gerne von Ihnen genau wissen. Ja, spielt das eine Rolle jetzt für die Sekretärin? Oder soll ich hier arbeiten oder soll ich... Ja, es geht um die Überstunden, deshalb möchte ich das gerne wissen. Überstunden? Ja. Was hat das mit dem Alter zu tun? Ja, also ich möchte trotzdem gerne mal wissen, wie alt sind Sie? Was möchten Sie denn in den Überstunden mit mir tun? Schreiben oder... Da kommt es ja nicht auf das Alter an, aber ich wollte nur wissen, wie alt sind Sie? Also ich bin 45. Ja! Bitte gehen Sie mal gerade, ja? Nein. Beide Kandidaten haben einen Punkt. Beide richtig. Und was? Nein, natürlich, nur der Letzte hat einen Punkt. Entschuldigung. So, und ja, jetzt, meine Damen und Herren, 4 Meister hier. Als Erste haben wir hier Liane Klein. Sie ist Juniorenweltmeisterin im Schnell- und Perfektionsschrift 1977. Und sie schreibt alles mit, was ich hier jetzt so sage. Und wir haben hier Elke Schmidt, schnellste Juniorin 1978, inoffizieller Weltrekord bei den Junioren. Willkommen, Elke. Und hier haben wir Günther Matthes, er ist deutscher Meister 76 und 77. Er kommt aus Rodalpen in der Pfalz und schreibt auch alles mit, was ich hier sage. Dankeschön. Und Johanna Proksch ist 4-fache Weltmeisterin in Maschinenschreiben. 4-fache Weltmeisterin. Ja, ich möchte mal fragen, wie kommt man dazu, dass man so schnell tippt und wie kommt das? Ja, man muss in erster Linie mal gern schreiben und dann durch spezielles Training erlangt man so hohe Geschwindigkeiten. Ja, ja. Und kommt das, weil Sie bei einem Chef gearbeitet haben, der unheimlich schnell gesprochen hat beim Tippen oder wie war das? Ja, schon auch. Und ich habe beruflich sehr viel geschrieben eine Zeit lang und dadurch natürlich auch das Tempo erreicht. Wenn Sie nun zu einem Wettbewerb gehen, nehmen Sie Ihre eigene Maschine mit dann? Ja, so wie die Autofahrer, die ihr eigenes Auto haben. Oder so die Geigenspieler, ein eigenes Radifari. Sie haben Ihre eigene Maschine immer mit. Das ist Ihre eigene Maschine. Ja, ist das? Das ist meine. Okay, wir machen jetzt ein Spiel. Darf ich 4 Kandidaten bitten, jetzt hier reinzukommen? Frau Müller hier links vorne. Werner hier bitte hier. Frau Filz bitte da. Und Sie bitte hier. Sie kriegen von mir jetzt eine kleine Aufgabe. Sie müssen jeweils diese Damen... etwas diktieren, ein Brief und das innerhalb von etwa 45 Sekunden, hoffentlich so witzig wie möglich. Und zwar schreiben Sie einen Brief, diktieren einen Brief an Ihrem damaligen Liebhaber, früheren Liebhaber, Sie an den Bundeskanzler, dass er Yoga machen soll, ja? Sie an das Finanzamt, ja? Und Sie ein Kündigungsschreiben an Ihrem Chef, ja? Dass Sie kündigen, dass Sie satt sind. Okay, es geht los, bitte. Ich bin leider nicht da.
Meine abbrechende Kontrollierung. So, stopp, 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 45 Sekunden sind vorbei. Nehmen Sie bitte Ihren Text mit nach vorne. So, kommen Sie mal da, Frau Fürth, Tochter hier, Frau Müller, Sohn da. Ja, so, wir wollen mal gucken. Als erste ein Brief an Ihren früheren Liebhaber. Oh, das ist eine Menge Text. Mein ehemals Geliebter, seit vielen Jahren habe ich dich nicht mehr gesehen. Doch bist du mir nie mehr aus dem Sinn gegangen. Die vielen schönen Stunden in der Erinnerung sind dir ja nicht mehr ganz so schön. Doch eher dahin möchte ich darauf kommen, dass ich doch nicht so sehr mein Geliebter, mein Geliebter warst, wie ich es mir eingebildet hätte. Und darum bin ich froh, dass ich Schluss gemacht habe. Oder Sie sagen, das letzte zwei Wörter. Seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit Jahren nicht mehr gesehen. Das sind die letzten zwei Wörter, die fehlten. Aber ist nicht schlecht. Dankeschön. Auskommen. Das ist der Kündigungsbrief an Ihrem Chef, armer Narr. Ich kündige, was bildest du dir ein? Du willst dich nicht glauben, dass ich mit deinem Hungerlohn auskomme. Ich habe einen blinden zu... Ich habe fünf Kinder zu versorgen. Oh, die hat die falsch verstanden. Ich habe fünf Kinder zu versorgen. Zwei Männer, ja? Und einen blinden Hund. Ja, Moment. Ich habe fünf Kinder, Zu versorgen. Was willst du von mir? Ich betrete deine Firma nie wieder. Du hast wohl eine Meise. Das habe ich verstanden. Ja. Okay. Ist es sehr viel? Nicht viel. Rüsrat. Ah, das ist der Absender. Liebe sehr geehrtes Finanzamt, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich Ihre unrechte Zahlungsaufforderung als erstes in den Papierkorb geschmissen habe und bitte Sie darum höflichst, meine Abrechnung zu kontrollieren. Da, was wäre da noch gekommen? Kommt nichts mehr. Okay, danke. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, als Anhängerin von Yoga möchte ich Ihnen diesen Sport hiermit näher bringen. Im Fernsehen musste ich des Öfteren feststellen, dass Ihr Kreislauf nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und gerade dafür ist Yoga besonders gut. Die Stunden, die Sie dort verbringen, ist Schluss. Ja, weiter ist nicht gekommen. Nein, weiter nicht gekommen. Danke. Jetzt die Punkte, meine Damen und Herren. Brief an den früheren Liebhaber. Wer fand das am besten? Dann diese Kündigungsschreiben an den Chef. Fertig. Brief an das Finanzamt. Und Brief an den Bundeskanzler wegen Yoga. Uiuiui. Das heißt also, 4 Punkte für Frau Müller, 3 Punkte für das Paar Filz hier und 2 Punkte für Frau Filz hier und 2 Punkte für Sohn Müller da. So, darf ich Sie bitten, jetzt nach hinten zu gehen für das nächste Spiel? Sie müssen sich eben umziehen. Gehen Sie mal da nach hinten, hier, da zwischendurch. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei den Weltmeister und Deutschen Meister im Maschinenschreiben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, vor etwa 7 Wochen starb Charlie Chaplin, der größte Komiker, den es je auf Erden gegeben hat. Und in 1000 Jahren wird man noch seine Filme sehen. Nun war Charlie Chaplin auch der meist imitierte Komiker, den es je gegeben hat. Hunderte von Leuten haben ihn immer imitiert. Und jetzt dürfen unsere Kandidaten Charlie Chaplin imitieren. Und Sie sehen erst ein Beispiel von Dave Parker.
So, jetzt unsere Kandidaten. Als erste eine Szene mit Heinz Eckner als Polizisten. Hier, Heinz hat einen 100-Mark-Schein am Boden liegen. Da liegt ein 100-Mark-Schein. Wir haben natürlich die Kandidaten ein bisschen was gesagt, denn das andere Spiel war schon, so mussten sie ziemlich kreativ sein. Und das dritte Spiel ist meistens ein Nachahmerspiel, also haben wir gesagt, in etwa, was sie zu tun haben. Nur geprobt haben wir es nicht und wir haben es auch noch nicht gesehen. Wir haben keine Ahnung, wie sie es machen sollen, wir haben nur das Thema gesagt. Als erste kommt also jetzt Fräulein Filz und mit diesem 100-Mark-Schein, Polizisten und so weiter. Bitte Charlie Chaplin. Ja, Sie müssen darüber gehen, weil wir nachher die Punkte hier vorne verteilen. So, und jetzt sitzt hier ein Mädchen und sie hat einen traurigen Brief und sie weint. Und Werner Müller haben wir gesagt, dass sie das Mädchen ein bisschen auf lustig machen soll, das alles vergessen lassen. Okay, Werner als Charlie Chaplin. Dankeschön. So, und als dritte kommt Frau Filz. Und Frau Filz hat eine Geschichte mit einem Boxer. Hier, da kommt Charlie Chaplin. Bitte. Auch Sie mooi met Ali schlagen kunnen. Zo, weer gaan Sie mal darüber. Zo, en als laatste komt Frau Müller. Frau Müller als Charlie Chaplin. Heinz Eckner sitzt da mit einem riesen Eisbein. En sie hat nichts, das heißt, er, Chaplin, hat nichts zu essen und so weiter. Da geht es los. Bitte, Charlie Chaplin. Thank you.
Diese dreckige Schnürsenkel. Oh, schön. Bitte, die anderen Kandidaten bitte hier daneben. So, kommen Sie mal. Darf ich Sie bitte mal eben den Hut und Schnurrbart wieder abzunehmen, damit wir Sie mal wieder erkennen. Ja, so. Und meine Damen und Herren, jetzt die Punkte. Als erste war die Geschichte mit dem 100-Mark-Schein, mit Heinz, mit dem Tritt da von der Renate. 3 Sekunden sind vorbei, ja. Dann die Geschichte, was haben Sie auch wieder gemacht mit dem... Box, die Boxgeschichte mit Heinz von Frau Filz. Dann die Geschichte von Werner mit dem Brötchen. Ja. Und Frau Müller mit dem Schuhessen. So undankbar. Ich fand, dass Sie es hervorragend gemacht haben. Wirklich. Und Sie auch. Aber leider ging es etwas besser bei den anderen. Und dafür kriegen Sie dann 4 Punkte. Dann 3 Punkte für den Sohn, 2 Punkte für Renate und 1 Punkt für Sie. Und damit ist der Endstand, Heinz? Das Paar Müller hat 14 Punkte und das Paar Filz 8 Punkte. 8. Und damit, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Gehen Sie mal so hier zur Seite, sich endlich mal eben umziehen. Und Mutter, Tochter aus Wien, eine weitere Reise zum ersten Mal aus Österreich weg. Aber ich hoffe, dass es Ihnen... Hat uns Spaß gemacht. Wie? Hat Spaß gemacht? Spaß gemacht. Kleine Urlaubsreise hier. Sie kriegen ein wunderschönes Erinnerungsalbum. Und Sie kriegen auch noch einen Trostpreis, auch Aktien von uns. 2x500 Mark. Auto-Aktien. Bitte sehr. Und ein riesen Applaus vom Publikum. Ja? Bitte gehen Sie mal darüber. Typisch ist für Büros, dass da unheimlich gefeiert wird. Wahnsinnig viel gefeiert. Es gibt immer Geburtstage und Jubilare und alles. Heute ist auch hier wieder ein Betriebsfest im Büro. Sie sehen schon, es ist schon eine Kapelle da, nachher zu trinken und zu essen da. Und wir haben Gäste. Unheimlich berühmte Gäste, die berühmteste Popgruppe der Welt. Hier ist ABBA! On the first in line, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. Thank you.
Gestern noch bei Prinzess Margaret in England, nicht? Und heute hier bei uns zu Gast. Aber und das Schöne finde ich immer, wenn ich euch sehe, dann muss ich sagen, dass ich nie in meinem Leben habe ich zwei Pärchen gesehen, die so zueinander passen wie ihr. Das ist Nein, das ist falsch. Wieso? Ja, das ist eine Oh, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Und ihr gehört zusammen. Ja. Und ihr, ah ja, das passiert mir nicht mehr. Wie geht es das Baby? Oh, das ist nicht mein Sohn, das ist Agnetas Sohn. Oh, sie hat ein Baby gekriegt. Ja. Vor wie lange Zeit? Vor zwei Monaten? Oder er ist jetzt zwei Monate. Zwei Monate? Ja. Und sagt er schon was? Spricht er schon? Ja, natürlich. Was sagt er? Er sagt, Abba, 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 Abba. Ah, ja. Ja, ich habe sowas gehört, dass ihr schon mehr von euch sind schon mehr Platten verkauft als von den Beatles. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme an, dass ihr inzwischen eine eigene Firma habt. Ihr müsst auch schon so ein Büro haben. Ja. Gibt es sowas wie ein ABBA GmbH? Ja. Wie heißt GmbH auf Schwedisch? Das heißt AB. Das heißt AB, nicht ABBA. Ah ja, AB. Und jetzt habt ihr auch einen Film gedreht. Ja, richtig. Wo ist der Film gemacht? In Australien. Bei einer Tournee, in Australien. Ja, Film gemacht. Tournee. Ja. Und die Regie hatte Ingmar Bergman, nicht? Nein, Bergman hat das Schweigen gemacht. Wir machen den Lärm. Ah, ja. Okay, wir schauen uns mal ein Stückchen von dem Film an. Lass uns das mal sehen. Was? Ja. Aber die Popgruppe, wissen Sie, wo die sind? Wer? Aber eine Popgruppe, aber. Sie haben keinen Presseausweis, stimmt's? Wissen Sie, den hab ich. Und Sie haben noch keinen Termin für ein Interview? Eigentlich nicht. Raus! Ich finde das ganz fantastisch. Was an Ihnen ist so fantastisch? Ich finde Sie natürlich und ursprünglich. Das sind saubere, nette junge Leute. Ich glaube, es wäre im Moment etwas früh für ein Interview. Ich würde Sie gern mit Wohlwollen betrachten, aber Sie machen es mir nicht leid. Jetzt eine Art Betriebsfest hier, join the party, ihr seid unsere Gäste, wir sehen uns gleich noch. Und meine Damen und Herren, wir gehen jetzt gleich rüber zum nächsten Spiel, weil unsere Kandidaten jetzt wieder Punkte sammeln müssen, jeder für sich jetzt, sie kämpfen nicht mehr zusammen, jeder für sich, dann stehen sie auch ein bisschen durcheinander. So, und ja, das Spiel hat damit zu tun, wenn ich in mein Büro komme, morgens in mein kleines Bürochen hier, dann ist das alles sauber, alles, und ich weiß nicht, wer das macht, wer ist diese Frau, weiß ik niet. Wenn ich diese riesen Hochhäuser sehe in allen Büros, die werden nachts sauber gemacht, und niemand weiß genau, ja, wer ist das? Was sind das für Leute? Und auf so einer Party sind alle Leute schick. Die Chefs sind schick, die Leute von der Putzkolonne sind schick angezogen. Und das Spiel ist jetzt, können Sie herausfinden, wer von den Leuten hier zur Putzkolonne gehört oder wer Chef ist. Das sind alles wirklich Leute von Putzkolonne und wirkliche Chefs. Sagen Sie immer ja oder nein, hä? Für die Punkte. Gehen Sie mal nebeneinander. So, als erste diese Dame. Putzkolonne, ja oder nein? Ja. 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 Nein. Und Sie sind? Ja. Sie ist bei der Putzkolonne. Also drei hatten es richtig. Dieser Herr hier, Putzkolonne, ja oder nein? Ja. Nein. 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 Die drei haben, glaube ich, recht, ja?
Ja, ich bin Fregattenkapitän Heilmann, Kommandeur der Seemannschaftswehrgruppe in Borkum. Also Chef. Mein Chef. Diese Dame putz gewonnen, ja oder nein? Nein. Ja. Nein. Nein. Sie sind? Ich bin Gertrud Horn und habe in Stuttgart einen Herstellungsbetrieb für Braut- und Abendmode. Chefin. Putzkolonne, ja oder nein? Nein. Nein. Ja. 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 Ja, ist es. Sie gehören zur Putzkolonne. Jawohl. Zwei hatten es wieder richtig, ja. Putzkolonne, ja oder nein? Schnell. Ja. Nein. Ja. Ja. Und? Ich bin Frau Schröder und bin von der Putzkolonne. Okay, dreimal wieder richtig. Dieser Herr hier, bitte. Nein. 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 Ja. Sie sind? Ich bin Professor Lu, Direktor einer Frauenklinik in Bremen. Sie plötzlich. Wie kommen Sie dazwischen? Ja, ich wusste überhaupt nicht, dass Sie da waren. Hat mein Sohn auf die Welt gebracht. Das gibt, wusste ich nicht, dass er dabei war. So, diese Dame, Putzkolonne, ja oder nein? Ja. 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 Ja, ich verordne eine Putzkolonne. Dankeschön. Nächste. Putzkolonne, ja oder nein? Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, ist richtig, Putzkolonne. Diese Dame. Nein. 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 Ich bin Heidi Bornhold-Reif und habe in Hamburg-Altona eine Produktion für Büromaterial. So, alle vier, richtig. Letzte, Putzkolonne oder Chef? Ja. Das heißt, Sie sagen Putzkolonne, ja? Nein. 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 Ich kann es verraten, es ist ein Chef. Er ist Trainer der deutschen Hallen-Nationalmannschaft, Lado Stenzel! Lado Stenzel, in den letzten 14 Tagen viel über Sie gelesen und gehört und so weiter. Und wir freuen uns, Sie auch nochmal bei uns zu Gast zu haben. Deutschland Hallen-Handball-Weltmeister. Und das ohne Beckenbauer. Oi, 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 oi. Wir haben auch unseren Beckenbauer. Sie haben auch einen Beckenbauer damals. Könnten Sie trainen während der deutschen Fußballnationalmannschaft? Ja, kann ich schon. Nur wie, was für Erfolge werde ich haben, das weiß ich. Ja, da haben Sie recht. Werden kann man, aber wir werden nicht weit kommen in Argentinien. Ja, ja. Wir freuen uns, wie gesagt, dass Sie hier sind. Und wir möchten Ihre Mannschaft und Sie nochmal herzlich gratulieren dazu. Und was ist das nächste Ziel jetzt? Ja, nach zwei Jahren ist Olympiade und da wollen wir das wiederholen, das so ein schönes Spiel wie. Wenn es an Ihnen liegt, wäre es nächste Woche, weil Sie in so einer guten Form sind. Natürlich. Ja, jetzt, übermorgen ist das beste Spiel wahrscheinlich. Wäre besser gewesen. Beste Olympiade. Ja. Okay, also. Darf ich Sie, allen Chefs und die ganze Putzkolonne, herzlich bedanken, dass Sie zu diesem Spiel beigetragen haben. Herzlichen Dank, auch im Namen des Publikums. Ja? Jetzt drehen wir die Sache mal um. Jetzt gehören Sie zur Putzkolonne. Sie sind gleich alle vier, genauso wie ich an der Anfang der Show, Fensterputzer. Und Sie sind das bei dem Vorstandszimmer. Und Sie kommen da hoch und Sie machen das Fenster auf, um das sauber zu machen. Sie sitzen auch neben Heinz, damit Sie nicht alleine sitzen da. Und jetzt wird da getagt, in diesem Vorstand. Und Sie geben Ihren Senf dazu, zu Heinz oder Rhein oder was dann auch, auf alles, was da so gesagt wird. Und Sie sind als Erste bei den Bankiers, da sitzen nur Bankiers. Bei Ihnen sitzen nur Schallplattenbossen da von Schallplattenfirmen. Bei Ihnen sind nur Minister in einer Ministerrunde. Und bei Ihnen sind nur Fernsehintendanten. Ja, gehen Sie schon mal sich umziehen. Dahinter, und meine Damen und Herren, Vorsitzender ist Friedrich Schütter. Herr Schütter, Sie sind ein Schauspieler, aber man kennt Sie eigentlich hauptsächlich von Ihrer Stimme. Sie sind der berühmteste Synchronsprecher oder einer der berühmtesten. Und, wenn ich das so sehe, sieht es aus wie bei den Bankiers, diese Fernsehserie. Haben Sie da auch mal jemand synchronisiert? Ja, da habe ich den Lon Green synchronisiert. Lon Green, der gleiche, der Vater von Bonanza. Ja. Da haben Sie auch Ihre Stimme dazu gegeben. Wie oft haben Sie Lon Green in Bonanza synchronisiert? Ich glaube 247 Mal. 247 Folgen, ja. Nur Bonanza. Haben Sie die alle gesehen? Ich habe sie nicht alle gesehen, nur die ersten. Dann kannte ich auch schon die nächsten. Schön. So, und alles fertig da? Ist noch unterwegs? Ja? Können Sie mich auch synchronisieren?
Ich glaube schon. Ich müsste mir nur den Akzent angewöhnen, aber das würde gehen. Ja. Okay, jetzt müsste er da sein, ja. So, jetzt geht das Spiel los. Als Erster haben wir hier also Bankiers und da draußen ist als Erster der Werner Müller als Fensterputzer. Bitte, es geht los. Ja. Meine Herren, zu Beginn der Sitzung eine erfreuliche Nachricht. Unsere Aktien sind trotz der Verluste durch unsere Geschäfte mit dem Dollar und trotz der Poulain-Affäre um 5 Punkte gestiegen. Leider hat unsere Versicherungsabteilung einen großen Verlust hinnehmen müssen. Wir brauchen dringend neue Abschlüsse. Aber die Leute sind ja schon gegen alles versichert. Feuer, Diebstahl, Krankheit. Wogegen können sich die Leute noch versichern? Wogegen? Meine Herren, wir haben im vergangenen Jahr einen Gewinn von 500 Millionen D-Mark gemacht. Was sollen wir denn bloß damit anfangen? Naja. Verteilen am besten, nicht? Was sollen wir damit anfangen? Um unsere Bank noch attraktiver zu machen, können neue Kunden bei uns ein Konto eröffnen mit 5 Mark. Aber unter was für einem Motto? Im Platz an der Sonne. Ja. Also ich schlage ein Konto mit nur einer D-Mark vor. Aber meine Herren, was kann man denn schon heute für eine Mark kriegen? Also, sieht man ab so neu, ja? Platz an der Sonne, ja. Ne? Ich finde, wir sollten unsere Bank für unsere Kunden gemütlicher machen. Aber wie? Ja, Swimmingpool und Bar. Und Liegesäle. Hübsche Mädchen. Hier. Okay, das war der letzte Satz, glaube ich, ja, den Sie hatten. Dann können wir wieder abfahren. Es war ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Ja? War ein bisschen ruhig, war es eine Ecke. Als Nächste ist das also jetzt eine Tagung von Schallplattenbossen, alle, die da so von den Gesellschaften sitzen. Und wo sind die jetzt? Beim nächsten Stock, die kommen schon. Bitte. Meine Herren, unser Schallplattenkonzern hatte zwar einen Riesenverlust auf dem klassischen Sektor zu verzeichnen, aber Baccarat hat alles wieder gut gemacht. Hast du das gehört? Ich denke, die sind bei einer Plattenfirma. Die bringen nicht mal eine neue Platte raus. Aha. Immer dasselbe. Aber die große Frage bleibt doch, was wollen die Leute heute noch hören? Na ja, Schallplatten natürlich. Womit? Walter Scheel, der hatte einen großen Erfolg mit Hoch auf dem gelben Wagen. Welcher Politiker sollte noch eine Schallplatte machen? Weißt du einen? Ja, Herbert Wehner, singt ein bisschen dunkel, ne? Ja, nur was soll er singen? Kornblumenblau am besten, ne? Ach nö, das ist ja schon alt. Ja, der Wehner ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Meine Herren, wir verkaufen unsere Schallplatten nun inzwischen schon an Tankstellen. Trotzdem, wo können wir unsere Platten noch an den Mann bringen? In den Säuglingsabteilungen, damit die Babys gleich schöne Musik hören. Ja. Okay. Udo Jürgens, der war sehr erfolgreich mit seinem Lied über einen Tante-Emma-Laden. Es müsste da doch noch mehr Themen geben. Die wollen ihre Platten jetzt auch schon im Kramladen verkaufen. Natürlich. Zwischen Butter und Margarine, mal eben eine Schallplatte. Vielleicht Onkel Detlefs Laden, das kommt ja auch. Okay, danke schön. Nächste jetzt in Bonn, eine Ministerrunde und es geht wieder los. Bitte. Meine Herren, ich begrüße Sie zu dieser Ministerrunde. Die Lage ist ernst. Wir stehen vor einem Berg von Problemen. Die Bürger draußen werden unruhig. Sie sollten mal die Stimme des Volkes hören. Da hättest du besser Flöte liert. Dann ist jetzt was dir lit. Man kann ja heutzutage niemandem mehr trauen. Vielleicht ist jetzt sogar unmittelbar ein Spion in der Nähe. Wir sind ja kein Spione. Nee, wir sind Fensterputzer. Ja, das Klima in Bonn ist zurzeit in der Tat sehr frostig. Aber was können wir dagegen tun, meine Herren? Wir wandern aus. Was hätte wohl der alte Adenauer zu unserer Lage gesagt? Tja, jetzt bist du platt. Die Lage war noch nie so ernst, ne? Wir mussten uns beim Bürger wieder beliebt machen. Aber wie? Ja, aber wie? Ich glaube, ich komme mal selber nach Bonn. Ja, vernünftig. So, jetzt kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung. Die schlechte Finanzlage zwingt uns, eine neue Steuer einzuführen. Aber was sollen wir künftig noch besteuern? Tja, was sollen wir dann nur besteuern? Sag mal dann. Am besten die Minister. Als Punkt 2 haben wir ein sehr tiefgreifendes Problem zu diskutieren. Die Geburtenzahlen sinken. Bitte, was können wir dagegen tun, meine Herren? Pille abschaffen.
Scheint ein schwieriges Spiel zu sein heute Abend, dieses. Aber jetzt kommt als Letzter kommt Herr Jäger und Herr Jäger kommt bei einer Sitzung von Fernsehenten dann. Es geht los. Meine Herren, wie Sie alle wissen, wird uns Fernsehintendanten die Arbeit nicht gerade leicht gemacht. Die Presse setzt uns unter Druck. Obwohl wir in den vergangenen 7 Wochen mehr Neues gebracht haben als in den ganzen vergangenen 7 Jahren. Ja, ihr müsst mal was Vernünftiges bringen. Ja, die große Frage ist, womit können wir den Zuschauer an den Bildschirm locken? Na, mit Fußball, Sport, Rudi Carell, ganz besonders. Was meinst du, Heinz? Würde ich auch sagen. Satt? Ja. Und dich sehen sie ja so gerne, nicht? Aber was das alles wieder kostet, meine Herren, wenn wir die Gebühren noch mehr erhöhen, was sollen die Zuschauer denn dann noch machen? Ja, erhöht doch mal. Wir wollen uns mal warten, was die dann machen. Also das Problem ist, die Konkurrenz hat alle großen Stars. Und wen haben wir? Na ja, uns. Uns Fensterputzer und Ähnliche. Was wollt ihr denn? Eins steht fest, der Bildschirm muss wieder sauber werden. Aber wie? Wie? Dass wir alle wieder ausgezogen sind wie zu Adams Zeiten. Wir wollen demnächst anfangen mit experimentellen Sendungen für das Geruchsfernsehen. Haben Sie einen Vorschlag für die erste Sendung? Versuchen wir jetzt erstmal den ersten Bildschirm auf der Toilette zu stellen. Komm, wir hauen ab, hier stinkt's. Meine Herren, darf ich Sie herzlich bedanken, dass Sie dieses Spiel mitgemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, das war das erste Mal, dass wir dieses Spiel gespielt haben, aber auch das letzte Mal. Es war wohl das Schwierigste, was wir die Kandidaten je gegeben haben, glaube ich. Aber ich hoffe, dass Sie doch noch einen Unterschied gesehen haben. Und wir müssen jetzt die Kandidaten Punkte geben. Es war eigentlich sehr schwer zu beurteilen, weil da sehr wenig rauskam. Vielleicht haben Sie noch etwas gespürt. Wie fand das bei Werner? Das war bei den Bankiers am besten. Dann das nächste bei den Schallplattenbossen von Renate. Dann von Frau Müller bei den Ministern. Und dann von Herrn Jäger bei den Fernsehintendanten. Der hat wenigstens immer was gesagt. Der kam immer was. Ja, das war auch schwer mit Minister. Es ist schwierig, ja. Okay, das sind 4 Punkte für Herrn Jäger, 3 Punkte für Frau Müller, 2 Punkte für Renate und 1 Punkt für Werner. Und wie ist der Endstand, Heinz? Ja, 12 Punkte für Herrn Jäger, 12 Punkte für Frau Müller, 9 Punkte für Fräulein Jäger und 7 Punkte für Junior Müller. Das heißt, dass Sie nicht mehr bei den 3 Fragen dabei sind. Und ich habe für Sie, habe ich hier auch 8 Schienen. Weil Sie in die letzte Runde gekommen sind, kriegen Sie hier für 1000 Mark 8 Schienen von einer Fluggesellschaft. Dankeschön. Eine deutsche. So, herzlichen Glückwunsch. Und wir sehen uns nach der Show noch wieder. Bitte gehen Sie mal darüber. So, und Frau Müller, gehen Sie schon mal in die Kabine. Ja? Bleiben Sie mal hier für die 3 Fragen. Meine Damen und Herren, Science Fiction ist in Illustrierten, in Zeitungen und im Fernsehen, in der ARD sind, glaube ich, in diesem Jahr 40 Science Fiction Filme. Und im Kino läuft der größte Erfolg, den es je im Kinogeschäft gegeben hat, Krieg der Sterne. Ich freue mich, dass wir heute Abend einen Hauptdarsteller aus Krieg der Sterne hier haben. Herzlich willkommen. Sie kommen von einem Stern. Ich muss sagen, Sie sehen komisch aus. Ja, Sie für uns auch. Ja, das muss so sein. Wir sehen auch komisch aus, so natürlich. Und sehen bei Ihnen alle so aus? Ja, viele. Ah ja, und das heißt Ihre Frau auch? Genauso. Moment, fast genauso. Sie wissen, der kleine Unterschied. Gibt's bei Ihnen den gibt es natürlich bei uns auch. Ah ja, ja, ja. Ja. Und Sie sind aus Metall und Ihre Frau auch. Wenn Sie Ihre Frau in die Arme fallen, was gibt's dann? Kleine Roboter. Ach, kleiner Robert, ja. Und sind Sie eigentlich Mitglied der Schauspielergewerkschaft? Nein, in der IG Metall. Ah, ja. So, jetzt die 3 Fragen, die haben Sie da. Frau Müller ist schon in der Kabine. 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte die erste Frage. Frage Nummer 1. Der seit 1975 gesuchte mutmaßliche Bundesbahnattentäter ist heute gefasst worden. Wie hat er sich selbst genannt? Mr. Oh, das ist auch nicht. Gerade ich nicht. Mr. Mensch, ich hab's gut. 3,
Pistole. Zwei. Eins. Aus. Sehr einfach, Mr. X. Das ist so Mr. einfach. Nächste Frage, bitte. Frage Nummer zwei. Das Hamburger Thalia Theater gastiert zurzeit in einer osteuropäischen Hauptstadt. In welcher? Shakespeare. In welcher Stadt? Achso, in Warschau. Ja, das richtig? Ist richtig. Eine Frage, richtig. Nächste. Frage Nummer drei. In der Tagesschau wurde über eine internationale Baufachausstellung berichtet. Wie heißt sie? 78. Konstrukt 78, zwei Fragen richtig beantwortet. Sie nehmen Sie den Platz. So, und nächste Kandidatin, komm. 10 Sekunden Bedenkzeit, Frau Müller, und eine Antwort ist möglich. Bitte. Frage Nummer eins. Der seit 1975 gesuchte mutmaßliche Bundesbahnattentäter ist heute gefasst worden. Wie hat er sich selbst genannt? Ach, ja, da muss ich passen. Passen? Ja. Wissen Sie nicht? Nee. War Mr. X. Ja, nächste Frage. Frage Nummer zwei. Das Hamburger Thalia Theater gastiert zurzeit in einer osteuropäischen Hauptstadt. In welcher? Warschau, ist richtig. Letzte Frage. Frage Nummer drei. In der Tagesschau wurde über eine internationale Baufachausstellung berichtet. Wie heißt sie? Konstruktor. Richtig. Also jetzt kriegen wir ein Steckchen. Kommen Sie mal. Nebeneinander. Eine Stechfrage. Es geht darum, wer als Erste antwortet. Bitte. Stechfrage Nummer eins. Wie heißt die Hauptstadt von Zypern? Nikosia. Nein, nein. Nein. Nicht richtig. Sagen Sie, wer sagt es richtig? Nikosia, oder? Nein. Nee. Wer sagt es richtig? Hauptstadt von Zypern. Ja, die Hauptstadt von Zypern heißt? Nikosia. Nikosia, ein Bremer Sieger! Ein Bremer Sieger! Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen und alles Gute auf den Sternen. So, und ja, Frau Müller, das war sehr spannend. Nikosia war es natürlich nicht. Aber Sie haben hier, weil Sie wirklich in der allerletzte Runde kamen, Aktien über 1500 Mark. Und Sie waren eine der herrlichsten Kandidatinnen, die wir je gehabt haben. Herzlichen Dank. Bitte, gehen Sie mal darüber. Und Sie gehen mit Heinz, bitte mit darüber. So, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, ich bedauere, dass das Schlussspiel ein bisschen in die Hose ging. Wir hatten bei den Proben andere Erfahrungen, aber jetzt ging es ein bisschen daneben. Wir sorgen dafür bei der nächsten Show, dass auch das Schlussspiel wieder ein bisschen einfacher ist. Thema ist gut. Das nächste Mal, wir haben Kurort als Thema. Und wenn Sie mal zur Kur waren oder zur Kur möchten, können Sie bei uns mitmachen. Vater, Sohn, Mutter, Tochter. Wenn Sie sich bewerben mit Foto bei den Westdeutschen Rundfunk, Kennwort am laufenden Band, 5 Köln 100. So, und jetzt kommen da 25 Preise in der Kantine an Herrn Jäger vorbei. Bitte, es geht los. Mal hier entlang. Sie haben 30 Sekunden. Ab jetzt! Fernglas, Fotoapparat, Toaster, Grill, ein Fragezeichen, eine Lampe, eine Vase mit Blume, ein Fernglas, hatte ich glaube ich gesagt, so ein Tier aus Korb, eine Schreibmaschine, Ein Radioapparat, so ein Plattenspieler mit Dings, ein... Es waren so um die 10 Preise waren es. Und wir schauen uns die eben an. Ein Fernglas, ein Toaster, eine Kamera, eine Blume, dann diese Lampe, Schreibmaschine, diesen Korb, Plattenspieler und ein Fragezeichen. Und für das Fragezeichen hatten wir eigentlich was anderes vor.
was ich Ihnen jetzt schenke, aber das kam so durch das Gespräch vorher am Anfang. Wir möchten Ihnen einen Preis geben, Ihre Frau und Sie zu Weihnachten wieder einen Flug nach Caracas mit allem Drum und Dran. Wieder zu Ihrer Tochter, da zu Weihnachten zu besuchen. Okay? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, und jetzt ist das Büro ganz leer hier, da ist nichts mehr los. Und möchte Ihnen mal einen Tipp geben. Wenn es Ihnen mal passiert, dass Sie im 13. Stock in so ein Bürohaus eingeschlossen sind und Sie wissen nicht, wie Sie rauskommen können, dann brauchen Sie nur vier Sachen. Sie brauchen einen Schreibtisch, einen Hocker, einen Regenschirm und ein Feuerzeug. Soll ich es Ihnen mal zeigen? Ja? Schreibtisch, Hocker. So. Sie gehen auf den Hocker, Regenschirm auf, Sie nehmen das Feuerzeug, gehen zu dieser Sprinkleranlage, ja, so, und Sie warten einfach, bis die Feuerwehr kommt. Gute Nacht.